Kommen wir zu Glitch Nummer 1, Leute. Und der befindet sich in der Krankenstation. Geht hierfür zur Krankenstation und dann müsst ihr hier vor diesem Tank, Leute, aus der Distanz draufspringen. Und während ihr am Hochklettern seid, haltet ihr die Taste, um zurückzulaufen, gedrückt, sodass ihr ein kleines bisschen nach hinten läuft. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich nun alle Zombies unter euch versammeln. Ich würde euch empfehlen, lasst den Strom bei diesem Glitch aus, wenn ihr auf Highrounds gehen wollt und keine Waffen leveln wollt, weil dann kommen die Hunde nicht und die Megatron spawnen auch zwar, aber sie kommen auch nicht. Manchmal kommt es vor, Leute, wenn ihr aus Versehen den Nuke aufhebt, dass der Megatron dann spawnt. Also falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr auch den Strom und Packer Punch aktivieren. Jedoch würde ich dann die Tür hier zur Krankenstation zulassen und lieber die Tür im Waffenlabor aufmachen und außenrum dann hier reinlaufen, weil wenn ihr das dann macht, dann kommen die Hunde nur von rechts. Kommen wir zu Glitch Nummer 2 und der befindet sich im Packer-Punch-Raum und zwar hier links an diesem Käfig. Hier springt ihr wieder aus der Distanz drauf, Leute, und beim Klettern haltet ihr die Taste, um zurückzulaufen, gedrückt, sodass ihr ein kleines bisschen zurückläuft. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, versammeln sich die Zombies alle unter euch. Und wie in dem Glitch vorher kann euch hier nur der Megatron und die Hunde treffen. Glitch Nummer 3 ist der unter die Map Glitch, Leute. Und zwar braucht ihr hierfür zwei Zombies, die hinter euch laufen. Und dann legt ihr euch dorthin, wo ich mich hinlege. Nehmt am besten Juggernaut mit und ein paar Sims zur Sicherheit. Und wenn die Zombies euch hitten, dann spammt ihr ganz schnell die Ducken-Taste. Und wenn ihr das dann richtig macht, dann fallt ihr hier unter die Map. Hier lauft ihr dann so ein kleines bisschen nach rechts und dann seid ihr unter dem Flugzeug, Leute. Hier könnt ihr nun an verschiedenen Orten die Zombies trainen. Und zwar könnt ihr einmal hier ganz hinten zu diesem Felsen gehen. Und wenn ihr euch neben dem Felsen so hinsetzt, dann kommen die Zombies alle über euch. Das ist der Spot Nummer 1, wo ihr trainen könnt, aber hier könnt ihr halt schwer auf Headshots gehen. Falls euch die Munition ausgeht, dann könnt ihr euch hier unterm Flugzeug die Munition kaufen und wenn ihr dann hier auch einmal springen tut, dann könnt ihr euch hier hinstellen und easy auf Headshots gehen, weil die Zombies dann alle dort sich versammeln werden. Jetzt zeige ich euch einen anderen Spot, den ihr benutzen könnt, wenn ihr unter der Map seid. Und zwar würde ich euch empfehlen, hier die Heilaura mitzunehmen und voll zu haben, damit ihr auf Nummer sicher geht und nicht stirbt. Und zwar stellt euch hier so vor diesem Fenster, Leute, dann lauft hier runter. Wenn ihr unten seid, aktiviert eure Heilaura, dann kriecht hier links in die Ecke bis zum Ende und dann fallt ihr hier runter. Wenn ihr nun hier unten seid, werden sich auch alle Zombies vor euch hier unten versammeln. Hier müsst ihr aufpassen, weil manche Zombies, die treffen euch. Wenn sie euch treffen, Leute, dann könnt ihr so ein kleines Stück nach hinten gehen und euch ein bisschen regenerieren und dann wieder nach vorne. Weil wenn ihr zu weit nach hinten geht, dann sind die Zombies alle AFK. Oder Leute, ihr geht hier hinten in die Ecke, dann schaut ihr euch die Wand an, so wie ich es jetzt tue, und legt euch hin. Wenn ihr das dann macht, dann treffen euch die Zombies hier nicht und ihr könnt hier dann den unendlich C4-Glitch zum Beispiel nutzen, indem ihr einfach das C4 wirft, aufhebt und parallel das C4 schlägt oder gegenschießt, Leute. Also werfen, aufheben, Taste drücken und gleichzeitig dann schießen oder schlagen. Wie ihr seht, explodiert das C4 dann und ihr habt noch ein C4 im Inventar. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr unter der Map seid, den One-Spawn-Glitch benutzen, Leute. Den werde ich euch nochmal oben in die Infokarte verlinken. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr mal vorbeischauen und das mal abchecken, weil dort skippt ihr wirklich am schnellsten die Runden, wenn ihr auf Highrun spielen wollt. Und der letzte Glitch ist der Grabstein-Glitch, den ihr als Self-Revive benutzen könnt, Leute. Und zwar braucht ihr dafür einen Grabstein-Perk. Und dann, falls ihr mal in Highrounds oder im normalen Game sterben solltet und kein Self-Revive habt, kein Problem. Wenn ihr dann down geht, Leute, müsst ihr nur darauf achten, dass wenn ihr auf dem Boden liegt, euch an eine Wand hinlegt, also hinkriegt an eine Wand, so wie ich es jetzt tun werde. Und zwar, Leute, wie ihr seht, wenn ich jetzt an die Wand krieche und meinen Grabstein aktiviere, also in den Schattenmodus gehe, bin ich sofort am Leben. Diese Methode ist auf jeden Fall viel billiger, als wenn ihr euch immer für 250 seltenen Schrott eine Selbstwiederbelebung kauft. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und wenn du noch kein Abo bei mir hast, kannst du das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten, Leute, bis zum nächsten Stream oder zum nächsten Video. Ciao.